Jenny, bitte. Ja, Theresa, soll der Bewerber jetzt kommen? Ja, lass ihn bitte rein. Er soll kommen. Herein. Kommen Sie näher und setzen Sie sich. Nehmen Sie doch Platz. Bitte. Darf ich? Danke. Nicht so schüchtern. Sie möchten sich auf die Anzeige bewerben? Naja, ich dachte doch, dass Ihnen Ihre Sekretärin schon gesagt hat, dass ich... Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht. Es ist bestimmt nicht einfach, für diese Arbeit Mädchen aufzutragen. Sie sehen gut aus, Mann. Wieso Probleme? Natürlich kenne ich eine ganze Menge Mädchen. Ich habe gleich gesehen, Sie sind dafür geeignet. Selbstverständlich kriegen Sie eine Gelegenheit, sich vorher einzuarbeiten. Dann wird es wohl nicht so schwer sehen sein. Sie? Ich glaube, Sie sollten die Stelle bekommen. Tatsächlich? Mhm, warum nicht? Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie werden es schon schaffen. Außerdem kann ich mir vorstellen... Ich muss es ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Das ist sehr wichtig. Kennen Sie meine Magazine? Oder etwa nicht? Leider nicht. Sind Sie das auf dem Foto? Ja, ich heiße Theresa. Und du? Claude. Fein. Aber ich... Ich muss dich jetzt testen. Ja? Wer hat da O gesagt? Es gibt ja ziemlich wenige, die sich für diesen Porno, der da und dann gezeigt wird, interessieren. Aber jetzt haben wir ein Problem. Sie testen diesen Mann. Die Redaktion von 3 nach 9 hat das gesehen und hat sich dazu geäußert. Wir müssen uns hier jetzt auch dazu äußern. Sie testen diesen Mann. Wie nennen wir denn diesen Testvorgang? Wissenschaftlich, populär? Nein, nein, nein. Hey, wir haben nichts mit der Wissenschaft zu tun und auch nichts mit populär. Also wir nennen es nicht kopulieren, was Sie machen. Wir nennen es Bumsen. Man kann es so nennen, ja. Ja, wie nennen Sie es denn? Wie nennen Sie es denn? Es ist Sexualität, nichts anderes. Was ist das, Sexualität? Sex ist es, ja. Pornografie ist es. Sie machen Sex. Ja. Sie machen Pornografie. Wissen Sie, woher das Wort kommt? Das ja, ist übrigens richtig. Der Hans das Moser. Der Hans Moser ist der Mann von der Theresa Orlowski. Sind Sie richtig?